So, Leute, recht herzlich willkommen Führer, zurück. Soll ich segnen? Ja, danke, dafür werde ich dir jetzt auch helfen, mein Freund. Komm gleich hier. Die haben meine Freunde als Geiseln. Du musst sie retten. Geisel. Ich kümmere mich drum. Ja, sag mal her. Wir haben ja das letzte Mal hier die schicke Festung eingenommen, die ja doch optisch irgendwie ein bisschen was hermacht, finde ich, im Vergleich zu der anderen. Ich meine, die andere ist einfach nur so eine, ja, Festung. Halt. Tilly ist halt schön im Berg reingebaut, gefällt mir. Schon mal gut. Hier steht sogar ein Heli rum. Das ist ja mal geil. Gefällt mir doch gleich viel, viel besser hier. Das müssen wir da oben hin. Ja, genau hin. Schon wieder ein bisschen. Naja, was soll's, ne? Ah, scheiße. Naja. Da bin ich mal wieder falsch ausgestiegen. Aber was soll's. Fails gehören ja hier mit zum Konzept. Naja. So, gucken wir nochmal. Da oben sind Geiseln. Da sind schon Tote. Wie viele müssen denn überleben? Jetzt mal so rein theoretisch. Naja. Hä? Ist das nicht so ein Bienenschwarm? Ja. Fuck. Lass die Geiseln in Ruhe. So, komme ich jetzt hier runter, Heil? Naja. Sieht doch gut aus. Und ich habe einen Bonus, weil ich alle Geiseln gerettet habe. Vielen Dank. Das war knapp. Ja, nicht zu danken, mein Freund. Immer wieder gerne. Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir. Der Schulle ist doch mit dabei hier. Das ist doch. Alles kein Problem für mich, ne? Aber ich muss sagen, mit dem der Armbrust komme ich jetzt richtig gut zurecht. Also die macht ja richtig Spaß. Hey Jay, ich hoffe es ist okay, aber ich habe mir die Freiheit genommen, dir einen neuen Anzug schneidern zu lassen. Wenn das alles vorbei ist und du über Kyrat herrschst, brauchst einen anderen Look als Jeans und gottverdammte Turnschuhe, mein Junge. Und diese Jacke, ich will gar nicht damit anfangen. Wozu um alles in der Welt brauchst du so viele Taschen? Was hast du denn da drin? Fleisch? Das wird wohl sein. Ich schreibe dem Schneider eine Notiz. AJs Jacke, Fleischtaschen mit Reißverschluss. Perfekt. Gut, ich will dich nicht länger aufhalten. Ich wusste es. Ich bin unbesiegbar. Bist du schon befreit? Ja. Oh, nochmal Glück gehabt. Ja, 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 was soll ich sagen, ne? Die irgendwas hier für mich? Wollt ihr mir Danke sagen oder so? Nee, nicht nochmal, schade. Hätte ich gerne entgegengenommen, ein Danke. Nächstes Mal habe ich nicht so viel Glück. Aber dann nehmen wir den hier noch aus. Und dann haben wir doch hier mal ein bisschen. Warte mal hier. Ein Doder. Ein Doder. Der hat aber viele Sachen mehr. Was ist denn hier? Ich wäre fast draufgegangen. Was ist denn das? Kyratischer Wandel, weißt du? Wie konnte ich das überleben?
Ja, indem AJ kommt und euch hilft. Ist doch ganz klar. Hui. So. Weil, wartet mal, Fähigkeiten, Zweier. Machen wir den Karma-Boost voll. So. Und dann, können wir nicht. Achso, ich wollte gucken, wo ich hinfahre jetzt. Beziehungsweise, was wir jetzt angehen. Wir haben da alles fertig. Hier ist ein Außenpostenmeister. Paar ganz zu, vernichte diesen schwer bewaffneten feindlichen Konvoi. Mann, das Ding fährt sich ja scheiße. Ist jemand kaputt dran oder was? Ist ja Feind. Wir haben keine Feinde. Wir haben nur Kanonenfutter. War ja nahezu einfach, ne? So. Dann wollen wir mal gucken, ne? So, durchsuchen. Bist du Freund oder Feind? Du bist Freund. Fahr weiter. Woher denn? Waren hier nur zwei drin? Ist ja langweilig. So, sind denn die anderen hin? Wo liegt doch jeder? Kannst du die mal in Ruhe lassen, Alter? Ist ja pietätslos. Ja, was ich für Wörter kenne, ne, Leute? Haha, ich staune immer wieder selber. Ach, scheiße. So, kommt, nehmen wir jedes Ding auch noch mit. Was für Dinger brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Sag mal, was haben wir denn hier? Gelb und blau? Rot und blau. Überdosis spritzen möchte ich eigentlich gar nicht. So, wartet mal. Komm. Das ist nicht gut für die Lunge. Aber mehr dürfen wir gar nicht. Ach komm, scheiß drauf. So, komm, geh weg. So, als Maul. Wie? Wo sind jetzt meine... Oh. So, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht weiterfahren, ne? Wir wollen ja hier vom Prinzip her jetzt mal wieder eine große Mission machen. Also, ah ne, wartet. Ja, genau, das wollten wir doch. Ah, scheiße. Fällt es mir doch gerade wieder ein. Ich wollte auch letzte Folge mal hier auf den Flughafen gucken. Mal sehen, was da so gibt. Vielleicht können wir da ja schon irgendwas machen. Oder vielleicht brauchen wir das dann später für die Mission, die da immer bei den Fähigkeiten ist hier. Mission ab in den Norden oder wie die Scheiße heißt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. So nicht, meine neue Freunde hier. So nicht. Dann nehme ich euch doch erstmal aus. Entschuldige, hast du eine Sekunde? Ja. Ich möchte meine Belohnung kriegen. Natürlich. So, bist du? Da bist du. Darf ich denn? Hagans Herrschaft ist beendet! Alter Borno. Ich verdanke dir mein Leben. Kyra Sing. Jetzt aus. Führer, frei!
lang? Will ich ja nicht. Oh, wir können ja mal gucken, ne? Guck mal. Das hier lang nicht? So nicht. Ich würde sagen schon. Das sieht doch eindeutig nach dem Flughafen aus, zu dem ich will. Ach, scheiße, den müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal einnehmen, wa? Erst, naja, komm, guck mal nach Mission. Ist denn das hier? Wie? Willis, übernimm eine Kampagnenmission für Willis, du erhältst große Mengen XP. Hm. Wer auch immer Willis ist, wir wollen mal gucken, was Willis so drauf hat. Hm? Sorry, Leute. Mich hat es mal wieder ein bisschen erwischt. Das war jetzt nicht dolle, aber ein bisschen Husten kommt da manchmal noch raus. So. Willis. Nee, falsche Tür. Eine Tür. Dass die auch mal anders eingerichtet sein müssen. Da habe ich ja voll Mühe gegeben mit dem Spiel. Scheiß die Wand da nicht. So, nun komm. Trennen haben wir ja hier schon gemacht. Muss man sich alles merken hier. So. Alle. So. Ab zu Willis. Halt den Wagen an! Jetzt! Was ist denn hier los? Guck mal, ist doch kein Problem. Nimmt man einfach aus und dann ist gut, ne? Ah, ein Arsch! Na komm her! Also Adler möchte ich hier auch nicht sein in dem Gebiet, wa? Du bist ja nur beschossen. Matza. Okay. Weg mit der Musik. So, Willis. Ach scheiße, ich habe Willis gar nicht markiert. Deshalb war ich hier so komisch. Naja. Hab ich eigentlich irgendwo Hupe? Nee. Ach komm, mal heißes Wegpunkt, was soll's. Das ist ja eh mal nicht so ganz, wie es soll, aber den interessiert's, ne? Oh, hab ich mal mit Gerste hier. Wir waren heute noch zu Willis. Ja, was ist denn hier? Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Was ist denn da oben eigentlich für eine Hütte? Da ist ein Propagandaplakat, warte. Mit, auch wenn wir da wahrscheinlich irgendwann mal hochkommen werden für irgendeine Mission, aber ich möchte das jetzt haben. Ja, toll. Hä? Wo kommt die Musik her? Wir werden etwas viel brauchen, wenn wir den Ruf in Gang kriegen wollen. Ach, du machst die Musik. Machst du aber schön. Muss ich sagen. Also Tokyo Hotel aus Kyrat. Jetzt warte, mein Freund, du kommst mal auf Thumbnail. Die Armee hat die Hirserationen auf ein halbes so. Pfund pro Woche gekürzt. Das reicht nicht. Das ist halt so das Ding im Krieg. Wobei, richtig Krieg kann man ja nicht, wir haben ja hier nur so ein
Ja gut, Krieg kann man es schon nennen vom... Na, ja, ich weiß nicht. Nagel mich doch nicht mal mit so was fest, wisst ihr? Das ist doch immer wieder zu erleben, oder? Ich hab noch ein Schwein. Wo ist mein Auto? Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kürat mit einer Vorliebe für Masken. Ich wette, Masken sind sein Markenzeichen oder so. Da kommt man ins Grübeln. Was wäre mein Markenzeichen, wenn ich ein Serienmörder wäre? Ich meine, die Leute wissen ja nicht, wie ich aussehe. Ich habe den perfekten Schleier des Geheimnisvolles. Aber Spielkarten wären zu... Aber ich liebe es ja hier irgendwie zu entdecken, wa? Scheiß auf das Auto. Wir laufen jetzt. Dachte ich, was macht denn ihr denn da? Ah, ihr wascht. Ja, schon. Wird. Kyras Blume. Na, so. Mani-Mühle gewonnen. Sehr, sehr gut. Karma-Level. Ja, dann steig doch mal ein in das Auto. Ärgerlich, naja, dann laufen wir halt. Was soll's? Kann ja nicht so weit sein. Bis zu Dingens. Nach all den Jahren. Sag schön. Hallo, hallo. Hey. Bist du neu hier? Ja, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, aber ist egal. Ah, Mistvieh. So, komm, geh weg. Ich werd so alt für diese Scheiße. Ja, das sag ich mir auch immer wieder. Komm her, du Drecksgeier. Ja, komm her. Was ist? Warum öffne ich keinen Laden? Wie meine Schwester. Was ist denn los? Ich sehe nur schon dran. Ich hätte ja gerne geholfen, aber. Ich glaube, zu Fuß ist hier wirklich doof. Ja, fahren wir doch mal los. Ich habe nicht mehr einen Granatwerfer, ist ja langweilig. Ich rede von den westlichen Medien. Wir sitzen hier in Kürat mitten in einem Waschbecken. Wen? Ich reiß dir das Herz aus! Oh nein! So. Mit dem Durchsuchen ist auch immer ein bisschen doof, ne? Naja. Hast du eine Minute? Ja, komm. Danke dir tausendfach. Ja, nicht zu danken. Mach ich auch gerne. Ach ja, wir werden so schön im Level noch aufsteigen. So, zeig mal. Da ist die Mission. Da liegt Nason. Dieses Nason hat keine Innereien mehr. Nun schießt doch hier nicht so wild rum. Denk an die Munition, wir müssen sparen im goldenen Pfad. Ah, hier. Gut. Na komm, machen wir die Mission jetzt hier. AJ Gale. Ja? Sohn von Moan Gale, Gründer des goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kürat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Ich
Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Ist gleich platt. Hallo? Benutzt das Werkzeug! Sind sie noch da? Wie will es? Infiltriere den Flughafen. Ey, als wenn ich es geahnt hätte, was? Geil. So, warte mal, wo reisen wir da jetzt mal am blödesten hin? Ja, ich würde sagen, hier wieder, wa? Reisen wir einfach mit dem Heli dann dahin. Das haben wir ja schon erprobt. Ich trinke mir mal schön einen Schluck. Danke, dass du meine Freunde gerettet hast. Bitte, bitte. Ich bleibe hier und helfe dem goldenen Pfad. Das macht mich besser. Stärker. Ja. Eindeutig, mein Freund, eindeutig. So, wie lange sind wir denn jetzt schon? Wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry mit Schulle. Bis dahin.